3, 2, 1. Willst du nicht noch synchronisieren? Nein, ich mach das dann mit der Zeit am Ende. Okay. Mit dem Runterzählen. Okay. Sorry. Kein Problem. Geht schon? Jo. 3, 2, 1. Warte. Tief durchatmen. Okay, geht schon. Ich grüße euch herzlich. Warte, ich vergesse immer auch bei Xenia. Ich grüße euch. Warte, wie habe ich denn das immer gemacht? Oh mein Gott. Bruder. Ich mein eigenes... Geil. Bester Start, Alter. Ich muss mein eigenes Video jetzt anschauen, weil ich meine Begrüßung gerade nicht weiß. Warte, ich guck das mit Jenny kurz an. Okay. Jetzt. Okay. Alter. Okay, cut. Genau, jetzt geht's los. 3, 2, 1. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, es tut mir leid, ich weiß meine Begrüßung nicht, aber nochmal, ich grüße euch. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Squad Builder Battle. Leute, ich kenne meinen Gast schon sehr, sehr lang, aber es ist das erste Mal, dass wir ein Video zusammen machen, nämlich Fabi S. Guild TV. Hi! Ja, was geht ab, Jungs und Mädels? Ich grüße euch. Freut mich, dass ich endlich mal am Kanal von Pato vertreten bin. Pato und ich kennen uns jetzt, glaube ich, schon fast 2 Jahre oder so und wir haben es nie auf die Kette gebracht, ein Video miteinander aufzunehmen. Heute ist es soweit und ich habe umso mehr Bock. Ich habe richtig Bock. Ja. Vor allem, wir haben eine richtig, richtig geile Karte am Start. Good Birthday Promes. Alle, die mich schon lange verfolgen, die wissen, mit ihnen habe ich eine Vergangenheit. Hashtag NoHoma natürlich an der Stelle. Erstbesitzer, tauschbar. Hab den gestern gezogen. Im Anschluss guckt unbedingt, erster Link in der Videobeschreibung. Dort wird es auch ein Video bei Fabi geben. Ja. Das ist ein Spieler von seinem Lieblingsverein aus meiner Heimatstadt. Also ich denke, alle, die eins und eins zusammenzählen können, wissen, um welchen Spieler es sich handelt. Gebt nochmal sehr, sehr gerne den Daumen nach oben für mehr und schreibt gerne Feedback in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Ich glaube, du hast aufgeschrieben, ne? Ich habe schon aufgeschrieben. Was man noch dazu sagen muss, das habe der Pato vor der Aufnahme gesagt, dass sein ZOM ein Stürmer ist. Nicht, dass er jetzt genau hier wieder Kommentare kommen. Passt, also Stürmer. Das habe ich noch last minute gemacht vor der Aufnahme. Oh mein Gott, mir haben noch ein paar SBCs gefehlt. Ich will den unbedingt mal spielen. Iago Aspas liegen SBC. Dann habe ich noch LM, einen Kollegen, den ich weiß nicht mehr, wie man den machen konnte, über Wochenaufgabe oder sonstiges. Und seine Werte sind gerade so geil. Screamy Cookie mit 96 Tempo und 95 Pass. LM. Krass, Alter, okay. ZOM, United Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob du schon, ja, dir vorstellen kannst, welcher Spieler das sein kann. Das ist UCL Rodrigo, ebenfalls First Owner. Und das ist da, wo ich gesagt habe, der ZOM ist, der Stürmer ist ZOM. Krass, Alter. GG, ey, das hast du richtig kreativ gemacht. Komplett verkackt, also wirklich komplett. Ich habe den Ben Yedder, den Depay und den Dembélé. Krass, Alter, okay. Krass. Ey, GG, ich habe 4 verschiedene Kartentypen gerade. Geil. Alter, krass, Mann. Heftig. Geil. Sehr, sehr okay, geil. Okay, Bruder. Ich halte rein. Ja, ich muss jetzt kurz meinen Einfach rausholen. Man kennt ihn. Ich weiß zwar meinen Stürmer, aber meinen linken Mittelfeld spiele ich mehr. Ah ja, ich spiele im Sturm auch eine Spezialkarte. Wird extrem schmerzen, wenn ich die abstoßen muss, weil mir rote Food Champions Karten sehr, sehr am Herzen liegen, wenn die Server mal laden würden. Und das ist Batshuayi, die Food Champions Karte. Und links den, wenn du hast, ich schwör's dir, dann donate ich dir im nächsten Stream einen 10er. Das ist Lukaku. Was? Der Foodmess Lukaku. Alter, an den habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mich jetzt mega gefreut, als du einen Belgier genommen hattest. Ne? Hast du Hazard aufgeschrieben? Nein, ich habe Limbombe. Habe ihn nämlich gerade da. Das war nämlich die erste Wahl, aber... Echt? Ja, da hatte ich ein... Ja, doch, da habe ich Glück gehabt. Ich habe das Mittelfeld eigentlich aus Zufall gebaut, weil ich eine Food Champions Karte entdeckt habe, die ich unbedingt mal spielen wollte. Und die Karte kommt aus der Serie A, Boateng. Da habe ich leider nicht die Flashback-Karte gemacht, was mich ein bisschen ärgert. Dann habe ich daneben, so stehen die, Duncan oder Duncan, Alfred Duncan. Absolut geilen Allround-Stats. Und im rechten ZM habe ich einen aus der La Liga. Frag mich jetzt nicht, wie der heißt. Das ist ein Franzose. Ist sogar eine Non-Rare-Gold-Karte, die aber komplett krasse Werte hat. Amandu oder Amadu. Alter, was los mit dir? Der kleine C von Aspas kostet mehr als 3 Spieler zusammen. Ja. Alter!
Sarabia, Rijkaard, Milinkovic-Savic. Dieser, wie heißt denn der? Ja, der Sarabia, der war... Ah, den wollte ich nicht. Das war auch meine erste Wahl. Also, eine Icon darf natürlich nicht fehlen. Das ist wieder mal... Das ist der kleine... Das ist das Haar der kleinen Zehe von deinen drei Spielern. Keen. Dann habe ich mich noch entschieden, den dürftest du, den könntest du höchstwahrscheinlich haben. Oder den wirst du wahrscheinlich haben. UCL Kondogbia. Ja, den habe ich. Hast du? Den habe ich, ja. Ich habe sogar noch eine Icon dazu aufgeschrieben. Allerdings den Rijkaard. Ich weiß nicht, ob du den hast. Nein, habe ich nicht. Aber Kondogbia hast du. Kondogbia habe ich, ja. Mann! Nice. Steht der links? Yes. Mach mal noch kein Torwart hin. Oh! Ich mach dir mal kein Torwart hin. Okay, ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen mit Torhütern als ZM gehabt, ja. Aber gut, danke. Nein, Bruder. Da darfst du mal einen normalen Spieler einstellen. Okay, Leute, Außenverteidiger. Let's go. Also links hatte ich Unmengen an Auswahl. Hattest du so viel Auswahl. Ich war safer als safe. Ich habe mich trotzdem für einen Spanier entschieden. Ich weiß gar nicht mal, ob der angezeigt wird, weil er LAV ist. Das ist Firpo. Rechts, ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht am Flashback Juan Fran oder so gedacht hast. Ich habe mich für einen schnellen Außenverteidiger entschieden. Gleicher Verein wie Promes, Aleš Vidal. Schade, darfst du beide behalten, Digga. Also ich hatte ja links eigentlich komplett freie Auswahl. Da habe ich mich für den Modi Champions League entschieden. Und rechts spielt wieder eine Food Champions Karte. Und zwar ist das Ruben Pena. 86 Pace, 4 Star Skills. Ah, ja, der sagt mir was. Ich glaube, den habe ich auch mal verwendet. Geile Karten. Mhm. Asamoah, UCL und Lala. Lala, den habe ich schon verkauft. Ja. Hast du? Oh, Innenverteidiger, ich habe jetzt gar keinen Bock, dass du mir da einen wegneust, hey. Ich hab Schiss. Okay, Leute, Abfahrt. Let's go, Fabi. Ich bin jetzt wirklich gespannt, da hat man von uns in Bayern sagen. Ich fange einfach mal mit dem linken Innenverteidiger an. Und zwar spiele ich da ich auch begeisterter Premier League-Gucker bin. Der wird zu 100% den Team of the Season bekommen. Was der bei den Wolves abräumt, ist geisteskrank. Bolly in Form. Dann habe ich mich erst in der rechten Innenverteidigung für Varane entschieden. Aber den spiele ich nicht, sondern ich spiele Theo Hernandez, den Foot Birthday, den Innenverteidiger. Und im Tor hatte ich eigentlich erst Rui Patricio, den könnte ich auch nehmen. Aber ich entscheide mich jetzt spontan um und nehme einfach einen französischen Keeper. War nämlich da Boutelle. Den hast du? Kenn ich nicht. Laporte, UCL, Alvaro und Kepa. Boah, ich, also wirklich, keine Ahnung. Okay, in welcher Liga bist denn du, wenn ich fragen darf? Ich habe zwei verschiedene Ligen gewählt. Okay, Flashback. David Luiz, Innenverteidiger Fabinho in Rot. Oha, Alter. Und ja, den muss ich nehmen, leider Gottes. Ich würde mich gern irgendwie einen anderen nehmen, Kepa. Ich dachte kurz, dass ich den Keeper habe, weil du gesagt hast, ich will den anderen nehmen. Ich habe Hernandez, deswegen ja, den Foot Birthday. Laporte, UCL, ich meine, es war eine SBC und Ederson. Oh. Na, Alter, ich hätte einfach den Torwart ins Mittelfeld stellen sollen. Ah, scheiße, hey. Oh, fuck. Naja. Ja. Na gut. Ach ja, übrigens, falls sich jemand denkt, warum, der kommt nicht auf Fullcam, das ist ein Hyperlink. Also, da das ja einige nicht kennen. Ja, stimmt, der liest derzeit ein paar Kommentare. Wobei, Alter. Gibt Kommentare ab. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir vervollständigen die Teams und dann sehen wir uns im Game wieder. Sind ihr alle untrade? Oh, wow, Alter. Aber trotzdem sieht das Team eigentlich schon ziemlich schick aus. Bunt muss es immer sein, ne? Aber die Innenverteidigung, da habe ich Respekt vor. Genau, und ich habe es schon gesagt, sollte er abstoßen, wenn du Promes abstoßt, du kriegst den Hate von meiner Hardcore-Part-of-Family. Hardcore-Part-of-Family. Deswegen, komm schon. Abfahrt. Hoffen wir mal, dass es kein Aids-Game wird. Let's go. Wer ist das, Alter? Oh, die. Ah! Bester Mann. Boah, Theo Hernandez, Alter. Da zeigt sich das Pace. Gewartet. Krass. Boah. Mal ein Schuss. Ich bin wie Weekend League oder wie? Ja, ist echt so. Was? LOL! Oh mein Gott, für das habe ich ihn geholt, oh den scheiß Aspas. Oh mein Gott, was war das? Alter! Dieser Typ. Ja, oh nein, mein Gott, Mann. Alter, krass. Ey, was eine erste Hälfte, ey. Ich habe das Gefühl, dass wir Weekend League spielen, ne? Schwitzer so ein Sweatcam, es ist fast keine Torschance. Ey, das ist zu krass. Oh, krass, Mann.
Weiter geht's, Alter. Guck mal, in die zweite Halbzeit rein. Let's go, Mann. Oh, fuck, der war uns ein nichts zu viel. Oh, Mann, wie eng das da ist, Mann. Das gibt's nicht. Krass, Alter. Ey. Mann, das ist jedes Mal... Ja, da komm. Ja, nein! Ja! Boah, Alter. Ich hab den Grün getroffen und trotzdem geht er so zentral rein, ey. Mann. Ich wär sowieso in die falsche Ecke gesprungen. Wärst du nach rechts gegangen, oder? Alter, wer ist das? Und ich kriege nichts. Nein, ich muss den Ball annehmen. Oh mein Gott, war das schlecht. Let's go. Boah, geil. Boah. Na, mit dem Pillow-Team, Alter. Bist mit dem Pillow-Team. Regt mich auf. Der Ball wäre eh nicht reingegangen. Gönn ich dir nicht. Alter, er kriegt ihn wieder! Ich schwöre es! Hey. Ja, so schießt er nicht am Sonntag auch in der Kreisklasse. GG! GG, Mann. 2 zu 0. Ich so ein richtig krasses 50-50-Game gewesen. Das ist echt so. Man sieht es an den Schüssen, du hattest halt mehr Ballbesitz, ja viel mehr. Aber was kannst du dir von Ballbesitz kaufen? Ne? Du kannst 70% Ballbesitz haben und trotzdem verlieren. Das bringt gar nichts. Ist echt so. Also GG nochmal an der Stelle. Oh. Uff, zwei Spieler! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schauen wir mal, was gibt's denn hier im Angebot? Da gibt's eine ganze Menge im Angebot! Uff! David Luiz, Fabinho, die Icon, Promes, sogar Aspas. Ich halte jetzt hier nur mein Handy. Ich halte jetzt hier nur mein Handy, die kenne ich, dass jetzt jemand denkt, jo, stell den da und da hin. Ich habe nur mein Designer das Foto von Tim weitergeschickt. Ja, also, nicht, dass es hier denkt, der ist abgesprochen. Das ist der Tür. Boah, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust, was Teures zu treffen, Digga. Das ist übertrieben schwierig, Alter. Das ist immer so. Okay, okay. Hast du's? Ja. Oh mein Gott. Okay. 4, 2, 3, 1 hattest du, ne? Ja. Ich mach's auch kurz und schmerzlos. Ich kann mich erinnern, damals hattest du Pelé, glaube ich, am ZOM. Deswegen nehme ich den ZOM. Okay. Und den Torwart. Du bekommst den Hate deines Todes. Nein, oder? Habe ich ihn getroffen? Du hast ihn getroffen! Nein! Es tut mir so leid! Oh, es tut mir so leid! Oh mein Gott! Also die Hardcore-Party-Family, die wird dich jetzt flachsen, Alter. Oh mein Gott! Und ZOM stand da. Er stand ZOM. Er stand ZOM, ja. Und im Tor ist der Bronze-Spieler. Ja, ich meine, du musst dich bei meiner Community entschuldigen. Ich hab von Kai schon Arias abgestoßen in Rot. Jetzt. Oh, Alter! Nee, das ist so ein AIDS-Game. Aber mir ging's wirklich. Oh. Promes und David Luiz waren so. David Luiz habe ich LM. Kleiner Fun Fact. Ich hab nicht mal mehr David Luiz. Grüße gegen Horst Tabak. Uff, wie viel kostet er? Oh, ich habe ihn im Verein gegeben. Bester Mann auf jeden Fall. 70k. Und dann auch noch ein 100. First Owner, Alter. Oh, ah ja, First Owner auch noch. Alter Schwede. Okay, mein Bester. Du darfst runterzählen mit 3, 2, 1. 3, 2, 1. Alter. Es tut mir so leid. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es gerade auch nicht. Mein First Owner Promise ist weg. Wie soll ich das den Leuten dann am Samstag erzählen, mein Lieber? Das Video kommt ja am Sonntag, ne? Wie soll ich im Stream den Boys erzählen, wo Promise ist? Komm, ich donate EA 10 Euro, dass die Promise wieder ins Pack schieben. Alter, egal Leute. Gib gerne den Daumen nach oben. Bitte. Macht euch 3 oder 4 Accounts, Mitleidsdaumen für Quincy Promise bei, genau. Und ja, was ihr dann zu Fabi in den Kommentaren sagt, das lasse ich euch übrig. Hatet das Video! Ihr habt die Erlaubnis dafür, Freunde. Geil. Oh. Auf jeden Fall, erster Link in der Videobeschreibung, da geht's zu Fabi. Dort ist quasi hoffentlich meine Revanche.
Hat Spaß gemacht, mein Lieber. Du hast deine letzten Worte. Ich verabschiede mich von euch. Ciao! Ja, Freunde, was soll ich sagen? Es tut mir leid. Rest in peace, promise. Vielen Dank für die Aufnahme, Digga. Hat megamäßig Bock gemacht. Und ja, gucken wir mal. Vielleicht ist es jetzt beim Rückmatch, dass es einen Karma-Move gibt. Gucken wir mal. Haut's rein, Freunde. Ciao, ciao. Ciao.